Moin! Im heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit Ägypten, dem Land am Nil. Viel Spaß! Um ca. 5000 vor Christus wanderten in die Tiefebene des Nil Nomaden ein. Die Nomaden wurden im Niltal sesshaft und fingen an, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Damit das funktionierte, mussten sie erst einmal Sümpfe trockenlegen und Dämme gegen das Hochwasser errichten. Das Land auf den beiden Seiten des Flusses wurde Kemet, also schwarzes Land, genannt, wohingegen die lebensfeindliche Wüste als Desheret, also rotes Land, bezeichnet wurde. Das schwarze Land wurde so genannt, weil der Nilschlamm, der den Boden fruchtbar machte, diese Farbe hatte. Jedes Jahr, einmal im Jahr, führte der Nil nämlich Hochwasser. Bei dieser Nilschwelle wurde dann fruchtbarer Schlamm auf die Felder der Bauern gespült, der dann liegen blieb, wenn die Überschwemmung wieder zurückging, wodurch die Fruchtbarkeit der Äcker erneuert wurde. Nun kamen gewöhnlicherweise Abgesandte des Pharaos, die dann die Felder neu vermessen mussten und den Bauern ihr jeweiliges Stück Land zuteilten. Dieser Rhythmus von Hochwasser und Niedrigwasser bestimmte das Leben der alten Ägypter. Die wussten durch Beobachtungen aus der Natur genau, wann die Nilschwelle beginnen würde. Immer wenn der Stern Sirius am Horizont nach der Morgendämmerung auftaucht, dann folgte die Flut. Mit diesem Wissen konnten die Ägypter einen Kalender schaffen, der dann 365 Tage hatte. Nach dieser Nilüberschwemmung begannen dann also die Bauern mit dem Säen der Ernte. Damit auch nach dem Hochwasser genug Wasser zur Aussaat kam, hatten die Ägypter gelernt, durch ausgeklügelte Bewässerungssysteme immer genug Wasser parat zu haben. So wurden beispielsweise Kanäle und Dämme errichtet, um das Wasser zu den Feldern zu transportieren. Auch Schöpfvorrichtungen hatten die Ägypter entwickelt. Dieses Papyrus hier zum Beispiel zeigt ein sogenanntes Schaduf, wo eben an einer Stange ein Eimer zum Schöpfen hängt und an der anderen Seite ein Gegengewicht, um das Schöpfen zu erleichtern. Ihr seht also, der Nil war der Mittelpunkt des Lebens jedes Ägypters. Er war die zentrale Lebensader, denn er spendete Wasser und Nahrung in einer Gegend, wo es beinahe nie regnete. Außerdem konnte er für die Infrastruktur genutzt werden. Durch den Nil entstand zusätzlich eine eigene Identität für die Ägypter, die sich als Volk am Nil bezeichneten. Die Ägypter hatten erkannt, dass sie nur gemeinsam überleben und Aufgaben bewältigen konnten, wodurch sich schließlich eine große Gemeinschaft bildete. Das alles führte zum Entstehen einer gemeinsamen Hochkultur mit einem Pharao, der über alle regierte. Falls ihr euch für die Pharaonen im alten Ägypten interessiert, dann könnt ihr jetzt ja noch gerne das hier links eingeblendete Video anschauen. Ansonsten lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat und schaut noch in der Videobeschreibung oder auf unserem Instagram vorbei. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!